Omar Borrell schreien hörte. Ich hatte gerade genug Zeit, um mich zu bewaffnen. Ja, und dann? Das Amulett der Könige. Ich fürchte, dass der Angriff dem Amulett galt. Ich habe es in einem geheimen Raum im Haus Venon aufbewahrt. Okay. Wir müssen nachsehen, ob es in Sicherheit ist. Okay. Also ich werde dann mal nach dem Amulett sehen. Wir gehen zusammen, aber ich befürchte das Schlimmste. Ja, dann mal nichts für ihn. Aber das Spiel ist wirklich, also Oblivion gilt so einst, also ich glaube, in Oblivion habe ich noch nie so viele, ja, Menschen getötet. In keinem anderen Spiel habe ich so viele Menschen getötet, abgesehen von GTA, das zähle ich jetzt nicht dazu. Aber in so einem Rollenspiel ist das schon ziemlich merkwürdig, dass man so viele Menschen hier töten kann. Aber naja, ich meine, Morrowind war ja auch schon eins solch ein ähnliches Spiel. Dort konnte man auch schon richtig Massaker laufen, aber naja. Ich habe ja immer davon profitiert, dass ich mal, wenn ich stark genug hier in Oblivion bin, auch meine eigene Wege hier gehen werde. Das wird auch irgendwann der Fall sein, aber dazu müsste ich viel stärker werden. Was hatte die nochmal gehabt? Nichts. Das Gold habe ich mir schon an mir genommen. Hier der Altar. Frohlocket, euer Glaube hat eure Gebrechen von euch genommen. Ich habe doch gar keine Verbrechen gemacht. Ach, Gebrechen, was das auch immer heißen mag. Vielleicht habe ich irgendeine Krankheit gehabt, wie dem auch sei. Das müsste jetzt geheilt sein. Deswegen empfehle ich euch unbedingt, je regelmäßig den Altar aufzusuchen. Nicht diesen Altar. Es gibt in jeder Kapelle, in jeder Stadt eine dieser Altare. Von allem sehr empfehlenswert, wenn ihr von einem Vampir gebissen wurdet. Naja, dazu kommen wir später mal irgendwann zurück. Okay, ich könnte jetzt was machen. Nein, das wäre, denke ich, nicht erlaubt und entspringt nur meiner Fantasie. So, Martin folgt mir. Ich habe gar nicht gewusst, dass so Martin kämpfen kann. Er ist ein richtiger Killer mit seinem Dolch. Naja, er ist auch ein Mönch, ein Priester. Ein Priester. Und der läuft... Was ist denn das für einer? Also dieser komische Shuffle ist echt ein kranker, verrückter alter Opa. Der läuft mit seinem eigenen... Der läuft mit einem Samurai-Schwert in sein eigenes Haus rum. Also das ist schon ziemlich... komisch irgendwie, also ich meine, jetzt wird es schon langsam gruselig hier, also seit wann laufen alte Leute mit Bademänteln, mit Samurai-Schwertern in ihren eigenen Häusern rum, das ist schon sehr, wie soll ich sagen, ja, gruselig, naja, sowas gehört zu einem Rollenspiel ganz einfach dazu. So, ist das Amulett noch da? Seid gegrüßt. Hört sich nicht gut an. Sie haben es an sich genommen, das Amulett der Könige ist fort. Der Feind hat uns in jeder Hinsicht geschlagen. Scheiße. Aber ich meine, es gibt noch was Gutes. Ich habe Martin gefunden. Der Martin, den habe ich jetzt extra aus Quatsch geholt und jetzt, was kriege ich dafür? Nix kriege ich. Also hat sich nicht alles gegen uns gewendet. Dank sei Talos. Wir haben Uriels Erbe gewonnen und das Amulett der Könige verloren. Das ist doch gut. Martin kann hier nicht bleiben. Wir haben sie zurückgedrängt, aber sie werden wiederkommen, sobald sie erfahren, dass Martin überlebt hat. Und das werden sie. Tja, da wird sie sich die Frage stellen, wo ist denn der Martin dann in Sicherheit? Bei den Kräften, die sie gegen uns massieren, ist es nirgendwo wirklich sicher. Aber wir müssen wenigstens auf Zeit spielen. Der Wolkenherrscher-Tempel, glaube ich. Die verborgene Festung der Klingen in den Bergen nahe Bruma. Es kann auch mit nur wenigen Männern gegen eine ganze Armee verteidigt werden. Wir sollten sofort aufbrechen. Mhm. Okay, wir müssen jetzt also zu diesem Wolkenherrscher-Tempel, der weit im Norden auf den Bergen sich befindet und sozusagen uns auf den Weg dorthin machen. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen. Dieser Shafri war kein normaler Krieger. Ich habe das auf den ersten Blick gesehen. Er kämpft wie ein Großmeister. Ja, da war ein Synchronisationsfehler vorhanden. Ist aber nicht so wichtig. Die Klingen. Ja, Baurus hat euch richtig informiert. Ich bin der Großmeister der Klingen. Wir dienen dem Kaiser und der Linie der Septim. Talos ist unser Schutzpatron. Ihr wundert euch, mich hier anzutreffen? Verschwiegenheit ist unsere Parole. Nur wenigen unter uns kommt die Ehre zuteil, öffentlich in der kaiserlichen Garde zu dienen. Tja, ich hätte niemals gedacht, dass dieser alte Mann der Großmeister der Klingen ist. Die Klingen, kann ich euch jetzt nochmal zusammenfassen, ist eine kleine, ja, das Gegenteil von Scientology, von der Morgenröte, die ihr gerade eben gesehen habt. Die sind sozusagen die Gute. Es ist
wie soll ich sagen, die königliche Leibgarde, eine Eliteeinheit, eine verborgene Eliteeinheit, so kann man das sagen, die Klingen. Ein Spezialkommandoeinheit, was man heute SEK-Trupp nennt, also Sondereinsatzkommando. So war das, so ist sozusagen die Klingen auch. Okay, wer ist aber Merunes Targon? Der Daedra-Prinz der Zerstörung. Der Erzfeind aller Völker der Sterblichen. Er war vor einigen Jahren an den finsteren Plänen von Yagatan gegen das Kaiserreich beteiligt. Es überrascht mich nicht, dass er bei der heutigen Katastrophe ebenfalls die Hand im Spiel hat. Mhm, das klingt nach einem Fürsten. Daedra-Fürst, Daedra-Prinz, Daedra-König, naja, mal was anderes. Der Wolkenherrscher-Tempel, nochmal genauer darauf zurückführen, was der ist das? Der Wolkenherrscher-Tempel wurde vor langer Zeit von den Gründern der Klingen erbaut, zu Zeiten von Rehman Cyrodiil. Er liegt hoch in den Bergen in der Nähe von Bruma und ist unsere uralte Festung, unser Heiligtum, unsere letzte Zuflucht. Martin wird dort sicher sein. Das klingt sehr vielversprechend, diese Festung. Werden wir uns dies in den nächsten Folgen genauer anschauen. Okay, die anderen Fragen sind unwichtig. So. Wir sollten uns besser auf den Weg machen. Ich werde nicht eher ruhen, bis Martin im Wolkenherrschertempel in Sicherheit ist. Okay, dann wird es Zeit, dass wir uns auf den großen Weg zu dritt machen. Ich, Shafre und Martin. Hallo. Ja, das ist jetzt, das sieht so komisch irgendwie aus. Die schauen mich so an, wie so ein Flottendreier irgendwie, wie so Gaylord, so Old Man Gaylord. Das ist sozusagen ein richtiger Gaylord und das ist der Gay-Lehrling. Naja, das sind dumme Gedanken, die nicht zum Spiel passen. Aber warum schaut er mich so grimmig an? Ich habe doch gar nichts gemacht. Der schaut mich richtig grimmig an. Lasst uns zum Wolken. Hey, ich habe echt gar nichts gemacht. Ist mein Ruf so ruiniert? Komisch. Wie dem auch sei, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Euer Kommentator Hexenking wird sich jetzt, denke ich, dann langsam aufs Ohr legen, denn wir haben hier 2 Uhr nachts. Und ja, abonniert mich schön, schaut meine Videos an, ich nenne das immer Serienfolgen an und testet mal, ob ihr einen qualitativen Unterschied mit den neuen Folgen, die jetzt zukünftig kommen werden, und den alten Folgen, die bisher vorhanden sind, ob ihr da einen Unterschied merkt. Ich denke, von der Qualität her werdet ihr einen relativ leichten Unterschied merken. Naja, bis zum nächsten Mal. Euer Hexenking.